Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transient 4, denn ich spiele das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Dresden-Riesa, genauer gesagt im Meißen-Tripristal, und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein bisschen was Verrücktes. Ich habe mir die 16 Taurus ÖBB genommen, beziehungsweise ÖBB 1116 Taurus, habe der einen CityJet Repaint verpasst und hinten dran einfach ein paar Dostos gehangen. Und zwar von VVO. Und zwar habe ich mir gedacht, das machen wir einfach mal ein bisschen, fahren heute bis Coswig. Beziehungsweise das steht auf jeden Fall an den Fahrzeugen dran, beziehungsweise an den Wagen. Route ist gelegt, wie ihr seht, wir haben ein gelbes Vorsignal und das Wetter ist schön klar und sonnig. Wir machen hier noch ein schönes, kleines, hübsches Foto von dem Ganzen und dann würde ich sagen, begeben wir uns in unser Fahrzeug, schließen die Türen an dieser Stelle, sind die überhaupt geöffnet? Das würde mich jetzt mal interessieren. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Tatsächlich, dann schließen wir die. Genau. Wir müssen aber noch, haben wir jetzt Spitzensignale, aber nicht. Das heißt, wir müssen hier natürlich noch auf normal, ne, auf normal stellen, das einstellen, genau. Dann dürften wir soweit sein. Das dürften wir auch. Genau. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Wir haben jetzt 8,9 Kilometer bis Coswig. Wird ein kleines Szenario, aber ja, ich habe jetzt auch nicht mehr Zeit, weil ich dachte, das ist besser als gar nichts an diesem Sonntag. So, würde ich sagen, los geht's. Fällt mir gerade ein, AFB, um Gottes Willen, und Zugsicherungssysteme. Vergesst ihr die Hälfte, um Himmels Willen. AFB und Zugsicherungssysteme, natürlich, um Gottes Willen. So. So, und jetzt, und die AFB noch eben auf 40, aber die Hälfte vergessen hier. Warum sagt mir das denn keiner? So, jetzt aber. Jetzt können wir losfahren. Auf geht's! Wunderschön, wunderschön. So, können wir auf 60 vorwählen. Wunderschön, wunderschön. Zugbeeinflussung. Ja. Da fahren wir dahin. Einfach nur wunderschön. Wunderschön. Sowas kann man natürlich nur hier im TSW machen, dass man das einfach mal so ein Fantasiezug sich zusammenstellt. Wobei ich gar nicht sagen möchte, dass das reine Fantasie ist. Vielleicht gibt es das wirklich, dass eine F-16 sich vor einem Dostopark hängt. Will ich jetzt gar nicht so in Abrede stellen. Also, ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das durchaus möglich ist. So, wir machen mal Stopp. Hier schließlich RE. Dann schaffen wir das noch. Das wird knapp, das wird knapp. Eieiei. Türfreigabe. Eieiei. Leicht verbremst. Ach, wir haben es vertan. Rechts doch. Mein Gott. Ich habe mich auch ziemlich kurzfristig dazu entschlossen anzuhalten, muss ich ehrlich sagen, muss ich gestehen. Aber es sind ja alle Türen offen. Es ist jetzt nicht mehr ganz der Bahnsteig. Der hört hier auf. Aber ja, ich denke, das kann man noch einigermaßen nachvollziehen. Da müssen sie halt hinten einsteigen. Man kann sich auch mal leicht verbremsen. So, dann würde ich sagen, schließen wir die Türen.
Warum schließt du denn die Türen jetzt nicht? Hast du doch vorhin auch gemacht. Was soll denn das jetzt? Technik überfordert hier. Verstehe ich jetzt nicht. Dann kannst du noch so pfeifen. Stimmt mich auch nicht fröhlicher. Na komm. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. So, weiter geht's. Aber das mit den Türen, das will mir noch nicht ganz so jetzt in den Kopf fallen, muss ich ehrlich sagen. Warum der die jetzt nicht schließen wollte? Naja. So ein paar Bugs hat das Spiel halt noch. Trotzdem sind die Möglichkeiten hier natürlich fast unbegrenzt, zumindest das, was die Zugzusammenstellung angeht. Da kann man sich schon wirklich einiges einfallen lassen, also das ist wirklich vom Allerfeinsten. So, hier fahren wir mal durch. Gerade leichte Performance-Probleme hier. So, 100. So, jetzt bleiben wir mal ein bisschen in der Lok, damit ich auch die Karte und das alles vernünftig hier mitbekomme, Signale und so weiter. FIFA. So, wir fahren nach wie vor auf die Gegenseite, fällt mir gerade mal so auf. Ist das andere Gleis anscheinend gesperrt? Also ich hatte ja gestern den Tourtag meines Lebens über 6 Stunden von Frankfurt am Main Hauptbahnhof bzw. Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof bis nach Augsburg Hauptbahnhof respektive München Hauptbahnhof mit dem ICE 513. Das war die längste ICE-Fahrt, die ich eigentlich seit meines Lebens gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss sagen, die Deutsche Bahn bzw. die Kollegen und die Zugbegleiter und das Zugbegleitpersonal in dem Zug hat sich hervorragend verhalten, hat uns Freigetränke gegeben. Wir durften, es wurde uns sogar Hotelgutscheine angeboten, Reisegutscheine, falls wir von einem gewissen Standort dann nicht mehr zurückkommen und so weiter und so fort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein wirklich vom DB-Team ein wirklich sehr kollegiales bzw. sehr entgegenkommendes Verhalten.
Die Zugchefin hat sich dann am Ende auch bedankt bei uns, dass wir so verständnisvoll waren für all das, was da so gekommen ist. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Sie, das Zugpersonal war Sie. ja an diesem, an dem Malheur, sage ich jetzt mal, an dem Vorkommen oder an den Vorkommnissen komplett unschuldig. Für Hochwasser kann man nichts. Das sind höhere Kräfte, wo man halt dran, nicht dran schuld ist. Auch die Deutsche Bahn nicht. Da muss man wirklich sagen, alle Achtung. Die haben sich wirklich vom Allerfeinsten verhalten. Es war nämlich so, dass wir kurz vor Ulm, beziehungsweise vor Ulm auf jeden Fall auf freier Strecke irgendwo gehalten haben. Ich weiß nicht genau wo, ich glaube in Süßern. Süßen oder so, wie hieß der Ort. Dort haben wir gehalten. Dann hieß es, wir könnten oder könnten nicht weiter nach Ulm fahren, weil dort alles unter Wasser ist. Selbst der Bahnhof, respektive auch die Gleise. Dann sind wir zurück nach Stuttgart Hauptbahnhof gefahren. Während wir dorthin unterwegs waren, hieß es, wir können doch nach Augsburg fahren. Das heißt, wir haben in Göppingen dann wieder angehalten. Also Sie in Stuttgart. Wir sind dann, Stuttgart. genau, ne, gar nicht. Wir sind in Stuttgart angekommen. Dann hieß es, wir können nicht mehr nach Süden, in den Süden fahren. Überhaupt nicht mehr. Weder Ulm, Augsburg, München. Da sind wir weiter von Stuttgart Richtung ja, westlich bzw. nördlich dann gefahren. Da hieß es doch, wir können fahren nach Augsburg. Die Strecke ist freigegeben. Tierfreigabe. Tierfreigabe. Dann haben wir in Göppingen Tierfreigabe. angehalten wieder, haben wieder gedreht und sind dann eine große Umleitung Richtung Augsburg gefahren. Also wir waren, wie gesagt, über 6,5 Stunden unterwegs von Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof bis nach Augsburg bzw. München Hauptbahnhof. Also ich bin um 9:30 in den Zug in Frankfurt eingestiegen und war, glaube ich, um 3:45 oder so oder 4 Uhr. Ja, 4 Uhr war ich in München, also das war schon echt eine Hammerfahrt, also Wahnsinn. Auch das geregnet, es wurde immer mehr und mehr und Wahnsinn. Also es war der absolute Wahnsinn. Die Rückfahrt gestaltete sich dann auch nicht so wie gewünscht. ICE 528 von München Hauptbahnhof nach Dortmund Hauptbahnhof verspätete sich mit Abfahrt auch um 50 Minuten. Das heißt, wir sind in München auch mit 50 Minuten Verspätung abgefahren. Ach, guck mal, jetzt verriegeln sie sich. Komisch. Haben dann im Laufe der Fahrt durch eine Umleitung, die wir in Aschaffenburg hatten, hatten wir eine Verspätung zum Schluss über 2,5 Stunden, sodass ich erst um 11:30 in Essen Hauptbahnhof war. Und mein Heimatzug fuhr mir direkt vor der Nase weg. Ich war eine Minute zu spät. So, das war der letzte Zug, der in meine Heimat fuhr. Das heißt, ich musste dann ausweichen auf einen RE, auf den RE2 von Duisburg Hauptbahnhof nach Oberhausen Hauptbahnhof. Musste dann den RE19 nehmen von Oberhausen Hauptbahnhof nach Wesel-Bornor Bahnhof? Ne, gar nicht. Quatsch, was rede ich denn da? Zug B21. Nochmal ganz von vorne. Essen Hauptbahnhof, 11:30, mein Heimatzug war weg. Genau. Ich musste dann von Essen Hauptbahnhof den RE2 nehmen. Nach Duisburg Hauptbahnhof, genau so war's. Genau. Musste dann in Duisburg Hauptbahnhof den RE19 nehmen. Von Duisburg Hauptbahnhof nach Oberhausen FIFA. Hauptbahnhof. FIFA. Dieser hat sich auch nochmal um eine Viertelstunde verspätet. Statt 0:44 Zug kam der B21. 0:55. Also, das war schon, ja, warum? Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zug Ach, jetzt habe ich B21. nicht aufgepasst wegen. Zwangsbremsung. Zug B21. Zwangsbremsung. Zug Ja, B21. ist ja okay jetzt. Wo war Zwangsbremsung. ich? Oberhausen, Zug ja genau. B21. Von Oberhausen musste ich Zwangsbremsung. dann mit dem Zug Bus, B21. also Schienenersatzverkehr, weil der Zwangsbremsung. RE19 in Zug Oberhausen B21.
gestoppt hat, beziehungsweise nicht mehr weiterfuhr, aufgrund von Streckenarbeiten Richtung Bocholt. Das heißt, das heißt, ihr musstet dann den Schienenersatzverkehr Bus nehmen, der fuhr um 1.15 Uhr vom Bahnhof ab, an der Haltestelle, fuhr über eine Stunde bis nach Wesel mit 5 Halten, so dass ich dann um 14:45 circa 2:30 in Wesel war, damit der PKW noch eine gute halbe Stunde bis nach Hause, sodass ich dann um 3 Uhr morgens bzw. nachts zu Hause war. Ich war dann gute 22 Stunden am Stück wach. Man kann sagen, ich war doch, oh Gott, ich war sehr müde, als ich zu Hause ankam, muss ich wirklich sagen. Also das war schon echt am Limit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fast 24 Stunden ununterbrochen wach, das ist schon echt heftig. Also das war so mein Spotting-Day gestern, meine Spotting-Tour. Außer Spese nichts gewesen, außer ICE-Fahren und Zugfahren nichts gewesen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht gerne Zug fahre. Und es war sehr lustig, die Fahrt nach München. Ich hatte sehr lustige Sitznachbarn. Wir haben uns sehr gut unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spot-Bistro war auch sehr entgegenkommend, sodass es eine sehr lustige Fahrt war. Wir haben viel gelacht, weil es doch immer wieder andere Zugdurchsagen gab von der lieben Zugchefin. Also es war alles im Allem, war es sehr lustig, wenngleich man es auch sagen muss, dass das für die Leute im Süden, Ulm, Augsburg, Landkreis Augsburg weniger lustig ist. Das kann man, glaube ich, auch ganz klar sagen an dieser Stelle. Man kann nur hoffen, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind, dass der Schaden sich insgesamt doch sehr begrenzt hält, möchte ich sagen. Also das bleibt uns zu hoffen, und dass es jetzt das schnell wieder zu Ende ist mit dem Hochwasser und dass da wieder normales Leben einkehren kann im Süden unserer lieben Bundesrepublik. Das bleibt nur zu wünschen. Türfreigabe. Ja. Aber es soll jetzt, glaube ich, am Montag oder Dienstag wieder aufhören mit dem Regen. So habe ich es auf jeden Fall im Wetterbericht gelesen. Also lustig ist das Ganze garantiert nicht. Und ich will mich da um Gottes Willen auch nicht drüber lustig machen. Es war nur die Zugfahrt an sich war lustig. Das will ich damit sagen. Nicht das, was im Süden Deutschlands passiert ist. Das auf jeden Fall mal dazu. Hochwasser braucht, glaube ich, kein Mensch. So viel dazu. So, unsere Fahrt endet hier in Hauptbahnhof ist es nun überhaupt nicht. Hier ist einiges los, wie ihr seht. Dort steht eine Hamsterbacke, dort steht noch ein Abfahrbereiter RE, der geschoben wird von der lieben BR146.2 dürfte das sein. Ihr seht hier S-Bahn Dresden, das stimmt ja, soweit soll die Hamsterbacke halt Ausfahrt. Großenhain hat die als Ziel. Er dürfte, glaube ich, nach Dresden Hauptbahnhof oder sowas fahren. Ne, meist Tripristal, ja, das ist die S1. Gut, da kommen wir gerade her. Mit unserer S1, oder S2, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr habt an sich noch einen schönen Sonntag. Für alle, die im Süden Deutschlands wohnen, bitte, gebt nicht auf. Ihr schafft das. Ich glaube an euch, und es ist mit Sicherheit alles andere als lustig. Das soll es auf jeden Fall von mir gewesen sein mit dieser kleinen Fahrt von Meißen Triplistal hier nach Coswig. Mit unserem ungewöhnlichen RE bzw. S-Bahn, wie auch immer, ihr könnt euch das selber aussuchen, was wir jetzt hier gefahren sind. Laut
den Wagen sind wir in der S-Bahn gefahren, weil da auch die S-Bahn Dresden dran steht. Dann sind wir in die S-Bahn gefahren. Vorne dran unsere ÖBB F16000 im CityJet Repaint. Zu finden im Creators Club. Ihr seht sie auch, ÖBB CityJet. Hier steht es auch nochmal schön dran. Ja, das war unsere kleine Fahrt hier auf der Strecke Riesa Dresden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Der IS-1 dort hat auch Ausfahrt Richtung Meißen Triebkristall. Wir machen hier erstmal Stopp. Mehr von mir und Train Simulator 4 gibt es dann wieder am kommenden Wochenende spätestens. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Euer The Danny Spieters, haut rein, ciao, servus und tschüss. Bis zum nächsten Mal, haut rein, bye, bye.